Hörgang schlagen, das Hören freilegen. Das Denken der Zeit verstärkt den Ton. Die Tongeweihten grüßen dich. Freiheit oder Ton. Ich kann euch auf den Ton nicht ausstehen, ihr neuen tonstiegen Outfits. Sowieso, Gott ist Ton. Wir haben ihn vertont. Der Bogen als Fragebogen an der Seite. Wir wollen die Seite mit dem Bogen der Sprache streichen. Verachte nicht den Ton, sondern befreunde dich mit ihm. Die Lektüre der Seite mündet in das Ereignis des Tons. Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Ton ein. Der Ton in Venedig, dann sonst Ton. Diana Jones und der Tempel. Wahrzunehmen. Schlagt den Ton. Er wird ja zu Ton erschrocken. Der Ton ist ein Meister aus Deutschland. Wir sind zum Ton verurteilt. Wir schreiten dem Ton entgegen. Der Ton steht vor der Tür. Die Liebe verbindet den Ton. So wissen wir, dass Dasein eine Last. Der Ton erwünscht, das Leben wir verhasst. Doch ist nie der Ton ein ganz willkommener Gast. Komm, süßer Ton, schlafes Bruder. Ton, wo ist dein Stachel? Ihr Athener, ich bin furchtlos gegen den Ton. Lasst uns aber auch so erwägen, wie viel Ursache wir haben zu hoffen, es sei etwas Gutes. Denn eins von beiden ist es Tonsein. Entweder so viel als nichts sein, noch irgendeine Empfindung von irgendetwas haben, wenn man Ton ist. Oder, wie auch gesagt wird, es ist eine Versetzung und Umzug der Seele von hinnen an einen anderen Ort. Also müsst auch ihr, Richter, gute Hoffnung haben in Absicht des Tones. Und dies eine Richtige im Gemüt halten, dass es für den guten Mann kein Übel gibt im Reich des Tones. Ich habe den Ton verdient, ging Sokrates freiwillig in den Ton. Er lachte sich zu Tone. Ist das etwa der Ton?